Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten BSG Hybrid Challenge. Ja, wir sind wieder am Start und einer von euch, und zwar das Nougat-Schnittchen, hat mir die drei Spieler in die Kommentare geschrieben, um die es diesmal gehen soll. Und zwar sind das Jesse Rodriguez ab Bergrot und zudem noch der ab Mbemba. Ja, das ist ziemlich kacke, denn man muss diese drei Spieler quasi in 3-4-3 oder 3-4-2-1 bauen, was ziemlich doofe Formationen sind, weil ich mit denen nicht klarkomme. Und zudem sind das alles noch Spieler mit sehr, sehr wenigen Links, beziehungsweise mit sehr, sehr doofen Ligen. Und zwar mit der Pro League und der schwedischen Allsvenskan. Dementsprechend war das Ganze ein bisschen schwierig und wir haben sehr viele Strong Links, aber wir kaufen hier zuallererst mal die drei Spieler, um die es gehen wird. Ihr seht hier den Abmember, den Abpresse jetzt und davor schon Bergrott. Und ich muss dazu sagen, ich habe vergessen reinzuschneiden, wie wir Proto kaufen, aber das ist nicht so schlimm, denn ihr kennt alle Proto, den Keeper von RC Anderlecht. Hier kaufen wir erstmal Kouyaté, der Mbemba ein bisschen Chemie geben soll, genauso wie auch Proto. Dann kaufen wir uns Karlsson, den Innenverteidiger von, ich glaube es ist IK Football Club oder sowas. Dann haben wir hier Petrovic, den zentralen Mittelfeldspieler mit 5 Star Weakfoot, der Bergrott volle Chemie geben wird. Jetzt kommen wir schon zum zentralen Mittelfeldspieler Guy, dem Sechser von OSC Lille, der nochmal Kouyaté ein bisschen Chemie geben wird. Genauso ja, ist auch ein Senegaleser auf dem rechten Flügel, und zwar ein Bayern Young, der sorgt wiederum für die Chemie von Guy. Alter, war das ein schöner Reim. Oder Freestyle, was für eine geile Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall kaufen wir uns dann noch direkt Mittelfeldspieler, und zwar Kadu von Lille, der dann Guy im Endeffekt die benötigte Chemie geben soll. Den Inform für 24.000 Coins haben wir uns erboten und auch der wandert natürlich in unsere Mannschaft. Genauso wie der Stürmer, um den ich das Team gebaut habe, beziehungsweise den ich in das Team einbauen musste, weil es keinen anderen gab, mit dem Perfect Link zu Jesse, und zwar ist es Isco. Ich hätte auch Xabi Alonso hinstellen können, aber das wäre pointless gewesen. So sieht das Team im Endeffekt so aus. Proto im Tor, dann haben wir Mbemba, Kouyaté und Karlsson in der Innenverteidigung. Sechser bzw. zentrale Mittelfeldspieler sind Petrovic und Guy. Links haben wir Niklas Bergrott mit 5 Star Recruit, rechts haben wir Galou mit 4 Star Skills und vorne haben wir Niang mit 4 Star Skills. Isco und Jesse ebenfalls mit 4-Star Skills. So viel zum Team und wir springen da mal in die Partie für diese Episode gegen diesen Menschen mit einem Barca-Logo. 72. Das sieht danach aus, als ob er irgendwie Bronzespieler auf der Bank hätte, aber nein, hat er nicht. Er hat ein sehr, sehr starkes Silber. Liga BVAC mit Jesse Non-Upgrade, mit El Arabi, mit Hochowski, mit Aquino, mit Orellana, mit Mbia, mit Iori, mit in einem Griechen im Tor und Cicinho auf rechts. Und das hier ist Aquino und der haut erstmal einen raus nach 12 Minuten zum 1:0 für meinen Gegner. Richtig, richtig schönes Tor, muss man ganz ehrlich zugeben. Da hat Proto keine Chance im Kasten und allgemein bei der Gegner in der ersten Halbzeit komplett überlegen. Mein Team hat absolut nicht gut gespielt. Kacke kann man eigentlich schon fast sagen. Denn weder die Innenverteidigung noch das Mittelfeld noch der Sturm waren ansatzweise effektiv oder konnten ansatzweise mal den Ball behalten für länger als 3 Sekunden. Und dementsprechend geht es auch direkt weiter mit der Dominanz des Gegners. Hier geht El Arabi durch, der Ball kommt irgendwie zu Jesse. Jesse setzt sich durch, Jesse im Strafraum mit dem Roulette und wird von Guy gestoppt. Allerdings werdet ihr gleich sehen, außerhalb des Strafraums. Trotzdem gibt es dafür einen Elfmeter, was natürlich sehr doof ist nach 22 Minuten. Denn somit gibt es die direkte Chance auf 2:0 von Superwandeln für diesen Gegner. Hier sehen wir nochmal, es war ganz knapp. Ah, mit einem Bein war er noch außerhalb des Strafraums. Ich würde sagen, es war kein Elfmeter, weil dann fühlt sich besser an für mich, aber wahrscheinlich war es doch einer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wird dieser Elfmeter jetzt getreten vom Gegner. Man denkt hier, es würde Orellana, glaube ich. Nee, es ist Kurowski, genau. Kurowski machen. Nein, aber er switcht noch zu Jesse. Und weil ich mir dachte, ey, den hältst du sowieso, stelle ich mich in die Mitte. Und naja, er hat nach links. Das war ein bisschen doof, denn so ist der Ball doch reingegangen. Oh, was willst du machen? Ha, geht halt nicht anders. Proto hat keine Chance. Der bringt irgendwie die Stats von einem Silberkeeper abgesehen von Reflexe und Diving, was ein bisschen scheiße ist. Und hier fast das nächste Tor kassiert. Zum Glück. Ich glaube, Petrovic hat da auf der Linie geklärt. Und wir haben tatsächlich auch mal eine Chance. Kurz vor der Halbzeit. Ein Kopfball von Kouyaté an die Latte. Aber mehr ist da nicht passiert im Durchgang 1. Im Durchgang 2 kam wieder ein bisschen besser in die Partie. Kalou hier schon mit der Ballrolle und dem Finesse-Schuss war es gar nicht, sondern Außenrissschuss. Jesse fliegt dann noch spektakulär vorbei, nachdem er an die Latte geprallt war, aber auch im Endeffekt ist daraus nichts geworden. Allerdings hier, Jesse setzt sich schön durch, auch gegen den Innenverteidiger Mbia, da kein Problem und macht den Ball dann rein. Warum sage ich Innenverteidiger Mbia? Eigentlich ist der Innenverteidiger fliegt, aber so FIFA 6er und macht hier das 2:1. Wir kommen also nochmal ran. Haben wir gegen Bateson gespielt? Ich glaube nicht, oder? Ich habe gerade irgendwie B87 gelesen. Lol. Aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht sehe ich es auch einfach nur falsch auf diesem Bildschirm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir noch eine große Chance durch Petrovic. Und der Ball geht nicht rein. Schade, schade, schade. Das wäre mächtig schmächtig gewesen. Boah, ich bin heute echt am Freestyle, weil ich mache hier Marcel Scorpion-Style.
Auf jeden Fall wäre das ganz schön gewesen, eine Situation 2:2 zu machen. Aber nein, im Gegenzug macht der Gegner nicht das 3:1, denn Orellana stand nach dem Schuss von El Arabi glücklicherweise im Abseits. Wäre auch ziemlich bitter gewesen, denn in der zweiten Halbzeit hatte der Gegner fast gar keine Chance mehr. Und wir haben uns gut rangekämpft, gehen noch mit Dresden über außen, aber das Spiel ist leider Gottes vorbei und wir verlieren in der zweiten PSG Hybrid Challenge mit 2:1. Dementsprechend gibt es kein Goldpack. Das Team war relativ unspielbar, das lag aber auch daran, dass es fast unmöglich war, das zu bauen mit vernünftigen Spielern, denn mit den Ligen, das war nicht so gut. Aber schreibt mir wieder in die Kommentare, welche drei Spieler ihr als nächstes sehen wollt. Bronze, Silber und Gold. Schaut bei Randy Run vorbei, wenn ihr Coins oder Microsoft Guthaben oder PSN-Cards braucht. Ich freue mich auch über eine positive Bewertung und einen Kommentar an sich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Ciao.